Und das ist das, auch die Frage bei der Verantwortung, dass wir sehen, dass wir uns da nicht aus der Verantwortung stehlen, wenn wir solche kurzen Kurven schlagen. Also, ich habe gesprochen über Orientierung und über diese Orientierungsmöglichkeiten in diesen drei Dimensionen. Was, wie, wozu? Der Goethe hat ja gesagt, das Was bedenke wohl, doch mehr bedenkt das Wie. Aber das Wozu erst recht, können wir dazu fügen. Ja, Menschheitsentwicklung ist, glaube ich, das, woran wir uns zu orientieren haben, wenn ich das jetzt für mich so sagen darf. Und wir haben gestern auch darüber gesprochen schon, dass wir da nicht neben dieser Erde stehen, oder ich und die anderen, etwas, was immer wieder vorkommt. Wir haben gerade jetzt mit den Mitarbeitern, machen wir Teilbetriebsversammlungen. Und das machen wir bei uns so, dass wir immer kleine Gruppen, also in den jeweiligen Filialen oder Bereichen unserer zentralen Dienste, diese Besprechungen machen. Es ist fast immer ein Geschäftsleitungsmitglied dabei und es muss ein Gespräch zustande kommen. Dieses Jahr hat der Betriebsrat uns vorgeschlagen, über Vertrauen und Verantwortung zu sprechen miteinander. Das ist erstaunlich, dass er den Vorschlag macht. Ich bin ihm sehr dankbar für den Vorschlag. Wir haben uns intensiv dann in der Geschäftsleitung mit diesen beiden Fragen beschäftigt. Wir sehen, das wirkt noch nach. Und jetzt sprechen wir mit den Mitarbeitern. Es ist interessant, dass die Menschen manchmal gar nicht merken, wie sie sich neben die Gemeinschaft stellen. Und wenn man ihnen dann sagt, wenn ein Kunde kommt und sagt, sagt man, das habt ihr ja schon wieder nicht da. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten zu antworten. Meistens antworten sie, ja, meine Kollegin. Oder die Zentrale. Also was machen sie? Sie gehen weg, sie antworten nicht. Und wie soll das Vertrauen von Kunden in ein Unternehmen wachsen, wo die Mitarbeiter schon bei dem ersten Anflug von Kritik abhauen und flüchten? Und das geht uns, ich sage das jetzt nicht, um das sozusagen anzuschwärzen, sondern ich sage das, weil wir selbst gar nicht merken, wie oft wir in der Familie, in allen Gemeinschaften, in denen wir stehen, im Staat, uns sofort neben die ganze Sache stellen und sagen, nee, bitte, also die und ich. Und immer wenn wir sagen, die, dann sind wir eigentlich schon in dieser, können wir schon entdecken, dass wir uns ausgegrenzt haben. Und das gilt natürlich ganz besonders jetzt auf die gesamte Entwicklung der Menschheit. Da können wir uns eigentlich sehr gut daneben stellen. Aber wir haben ja gestern gelernt, wir sind ein Teil des Problems. Also wir können uns nicht daneben stellen. Und die Zukunft drängt sich auf. Lassen Sie mich da noch ein bisschen eingehen auf diesen Freiheitsgedanken an der Stelle. Das passt jetzt vielleicht nicht so ganz, aber es war mir doch sehr wichtig und hat mich beschäftigt. Dieser Freiheitsgedanke, der in der Verantwortung liegt, den scheinen wir im Augenblick ein bisschen an die Seite zu schieben. Weil die Probleme drängen und weil wir ungeduldig sind, das geht mir auch im Unternehmen so, weil wir ungeduldig sind, versuchen wir über Systeme und über so kleine Mauerbauten die Menschen irgendwo hinzulenken. Und irgendwo so einzufärchen, dass sie in eine Richtung gehen, von der irgendjemand glaubt, dass sie die richtige sei. Und da machen wir etwas kaputt, nämlich die Freiwilligkeit. Ich sage Ihnen ein Beispiel, bei uns im Unternehmen war das Problem, aufzuhören zu rauchen. Weit vor dem offiziellen Rauchverbot, etwa 2 Jahre vorher, kam ich mit der Idee von einem anderen Unternehmen, wir müssten eigentlich aufhören, in den Räumen unseres Unternehmens zu rauchen. Vielleicht habe ich geahnt, dass wir es irgendwann müssen. Aber jedenfalls habe ich gesagt, das müssten wir jetzt tun. Und dann haben die gesagt, dann müssen sie es verbieten, Herr Gutballet. Ich habe gesagt, nein, ich verbiete es nicht. Das geht nicht so. Und dann habe ich immer wieder darüber geredet. Und habe gesagt, gut, dann hören wir halt auf jetzt. Und ich habe gesagt, nee, so geht es auch nicht. So geht es auch nicht. Ihr müsst
ihr müsst einen Sinn dahinter finden. Und dann kamen sie und gesagt, ja, bevor die Azubis kommen, die Neuen, die Lernenden, davor hören wir auf zu raufen, um kein schlechtes Beispiel zu geben. Ich gesagt, das geht jetzt. Ich glaube, das ist wichtig, wenn wir jetzt sozusagen durch die Welt gehen, dass wir darauf achten, dass wir die Freiwilligkeit ermöglichen den Menschen. Die Letzten müssen sie dann raustragen zum Rauchen. Das ist so. Aber stellen Sie sich vor, man hätte es gleich verboten. Dann hätten wir 80% vielleicht die Möglichkeit nicht gegeben, das freiwillig zu tun. Die letzten 20 müssen es ertragen, dass sie gedrängt werden oder bedrängt werden. Das ist in Ordnung. Aber das sind nur noch 20%, die dann bedrängt werden. Aber 80% konnten den Weg selbst gehen. Und nur so entsteht Freiheitsempfinden, denke ich. Und das ist eine Erkenntnis für mich. Wir haben es ja eben auch gerade zusammen versucht, sozusagen ohne Dirigenten auszukommen. Das ist eine Erkenntnis für mich, die wir meiner Ansicht nach in der Welt üben müssen. Sie erfordert ein bisschen Geduld, sie erfordert die Akzeptanz, dass alles gemischt ist, dass es nicht ordentlich zugeht, dass es ab und zu durcheinander geht und dass es nicht gleichzeitig geht. Dass es nicht gleichzeitig geht, sondern dass einer anfängt und irgendwie die anderen folgen. Und dass einer anfängt und geht, ohne sich umzuschauen. Das ist eigentlich für mich das in den alten Märchen, was immer wieder aufscheint. Es muss einer gehen, ohne sich umzuschauen. Der muss sagen, das, was ich tue, ist richtig, ob die anderen mitgehen oder nicht. Und dieses sich nicht umschauen dabei, das führt eigentlich dazu, dass die anderen sagen, ja, der guckt noch nicht mal, ob wir kommen. Der geht einfach. Da muss was dran sein. Der muss so sicher sein. Und das ist eigentlich für mich dieses Charismatische. Wie können wir das in unserer Welt wieder ein bisschen fördern? Und wie können wir selbst diese Qualität, das ist eine Frage, die mich heute Nacht beschäftigt hat, wie können wir diese Qualität in unserem Leben hineinbringen, dass wir an manchen Stellen denken, ja, wir tun das, weil das richtig ist. Eigentlich haben wir das ja in dem Begriff, den wir ständig gebrauchen, drin. Erziehung. Ich sage mal, es heißt Erziehung und nicht Erschiebung. Ja, es ist ja vielleicht kein Zufall, oder? Das heißt, und auch sagen wir mal, im Christlichen geht es darum, dass einem Christum anzieht oder dass wir ihn anziehen. Also dass sozusagen das Anziehen da ist. Und dass die Freiheit und die Freiwilligkeit ja ein ganz wichtiges Prinzip der ganzen Entwicklung der Menschen ist, gerade im Christlichen. Und dass eigentlich überhaupt eine Tat, sagen wir mal sozial oder geistig gesehen, überhaupt nicht relevant ist, wenn sie nicht frei geschehen ist.